Hallo und herzlich willkommen zur Hochsensibel-Lounge. Fragen und Antworten zur Hochsensibilität. Hier ist Christiane und die Stefanie. Hallo. Vom Podcast Hochsensibel Auja. Heute geht es in der Hochsensibel-Lounge um eine Weiterführung des Themas, was wir im April hatten. Da ging es um die Frage, dass manche Menschen besser, leichter andere fühlen können als sich selbst oder immer wieder da hineingesogen werden. Und da haben wir Tipps gegeben, wie man dann wieder zu sich selbst zurückkommt. Und heute geht es um die Frage, warum passiert das überhaupt? Warum passiert es Menschen, dass sie manchmal andere besser fühlen können als sich selbst? Haben wir mehrere Antworten gefunden, mehrere Hintergründe auch. Das ist zum einen also entstanden aus einer Sehnsucht nach Verbundenheit, die ganz, ganz tief in uns allen steckt. Und das wiederum hat auch wieder so seine Hintergründe. Ja, und zwar gibt es mittlerweile auch sogar Forschung darüber, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und es gibt nicht nur Forschung, sondern es gibt sogar auch Ergebnisse, das ist wissenschaftlich bewiesen. Man kann das zum Beispiel nachlesen in dem Buch Der Weltgeist, wie wir alle miteinander verbunden sind von Roger Nelson. Und, da packe ich dann packe ich in die Shownotes, schreibe ich unten drunter. Also dadurch, dass wir alle miteinander verbunden sind, ist es klar, dass wir auch einen Zugang zu den Gefühlen des anderen haben. In der Frage, die uns erreicht hat, warum fühle ich andere besser als mich, ist natürlich die Frage auch so nach so einer Not oder beziehungsweise nach einer Problematik drin. Auf der einen Seite sind wir miteinander verbunden, auf der anderen Seite haben wir aber auch, sag mal, krankmachende Muster, die wir fahren, wo wir sozusagen in der äußeren Welt uns verloren haben und ein Stück weit es wichtig sind, wichtig ist, dass wir zu uns selber zurückfinden, uns nicht in dem anderen verlieren, wenn wir den anderen so stark mitbekommen und uns selber nicht. Ja. Und dieses Mitgefühl, diese Empathie, die ist nochmal wichtig zu unterscheiden zu dem Mitleid. Ja, also wir haben ja alle automatisch erstmal diese Fähigkeit, bringen wir mit auf die Welt, die anderen auch mitzufühlen. Und das ist was sehr Positives, was sehr Gewinnbringendes für uns alle. Aber das Mitleid ist etwas, was das letztendlich zu nichts Förderlichem führt und auch niemandem hilft. Und die Christiane hat da so ein schönes Beispiel gehabt. Ja, genau. Eine Mama, die läuft mit ihrem Kind auf der Straße und das Kind purzelt hin. Und die Mama ist aber im Mitleid voll da mittendrin und kann aber gar nicht reagieren. Und jemand vielleicht von der anderen Straßenseite aus kann kommen und sagen, oh, was ist passiert? Braucht es was? Braucht den Krankenwagen? Braucht den Pflaster? Und so weiter. Jemand, der nicht so miteinander in diese Situation verwoben ist, mitfühlen dabei ist und aber den Klarblick hat, was braucht es jetzt? Das ist Mitgefühl. Und Mitleid wäre, dass ich mich schon ein Stück weit ganz handlungsunfähig auch dadurch mache, dass ich so mitfühle, dass mir alles selber wehtut. Und klar, wenn wir jemanden stürzen sehen, dann haben wir auch einen Moment so, oh, na, dann tut es uns auch ein Stückchen selber weh. Aber wir müssen so viel Abstand bewahren und im Mitgefühl bleiben, damit wir noch handlungsfähig sind. Ein weiterer Grund, warum das passieren kann, dass ich jemand anders besser fühle als mich, sind sogenannte Programmierungen, die im Laufe meines Lebens in mir gewachsen sind, die ich erlernt habe. Und zwar haben wir alle das große Bedürfnis, uns sicher zu fühlen. Als Babys und als Kinder nehmen wir ganz automatisch wahr, wie die anderen, vor allen Dingen unsere Eltern, unsere Mutter, und wenn wir da den ersten Bezug haben, wie die reagiert. Und wenn wir als Kind nicht
in diesem Gefühl der Sicherheit ankommen, aus welchen Gründen auch immer, ja, wie die Mutter sich verhält oder was wir gerade brauchen, das ist ja auch bei jedem Kind ein bisschen unterschiedlich, dann fangen wir automatisch an, unsere Antennen auszufahren und mehr wahrzunehmen, um zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun, wie kann ich reagieren, was kann ich machen, damit die Mutter sich mir zuwendet und ich mich wieder sicher fühle. Das ist ein Beispiel, was bei vielen Kindern passiert oder auch später im Leben, dass es Situationen gibt, wo wir plötzlich uns unsicher fühlen und wir aber besonders als Kleinkinder in Abhängigkeit sind. Das heißt, wir brauchen ganz dringend diese Zuwendung, diese Aufmerksamkeit, die Liebe, das Beschütztwerden, weil wir dazu selber noch nicht in der Lage sind. Und wenn wir das dann nicht automatisch bekommen oder wir fühlen es nicht, fangen wir an, unsere Antennen auszufahren und den anderen zu fühlen. Das passiert öfter und dadurch entsteht ein Muster in uns, dass wir irgendwann schon was so automatisiert haben und zack, bumm, wir sind in Kontakt mit jemandem und merken irgendwann, huch, ich spüre dessen Wut, die da gerade vorhanden ist, aber ich habe gar keinen Bezug mehr zu mir selber, zu meinem eigenen Gefühl. Es gibt auch in unserem Leben irgendwie nicht so in dem Sinn so eine Schulung da drin, wie wir uns selber wahrnehmen können, wie wir Zugang dazu bekommen, zu unserer eigenen Wahrnehmung. Also es gibt es weder als Unterrichtsfach noch, manchmal ist es auch einfach so, dass die eigenen Eltern da auch das nicht so gut drauf haben und auch gar nicht weitergeben können. Und so ist man als Kind ja außenorientiert und guckt, wie geht's, wie erleben das die anderen Erwachsenen vor. Und manchmal kann ich sowas lernen, wie ich mich selber wahrnehme und oft aber auch nicht. Und so eine Schule gibt es einfach auch gar nicht. Also nicht so häufig zu finden. Nein. Ja, und letztendlich bei dieser Frage, warum nehme ich den anderen mehr wahr als mich, geht es auch darum, wieder zurückzukehren zu mir selber und mich mehr wahrzunehmen und nicht so viel bei dem anderen zu sein. Mhm. Und durch diese Entstehung dieser Muster entwickelt sich vielleicht aber auch wieder ein anderes Gefühl und es kann für mich von Vorteil sein, ich kann einen Gewinn davon haben, dass ich den anderen mehr wahrnehme als mich selber. Da wolltest du noch was zu sagen. Ja, ein Gewinn kann durchaus sein, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut oder ich kriege Aufmerksamkeit oder auch eine gewisse Wertschätzung. Der Gewinn kann in viele Richtungen gehen. Da muss auch jeder für sich so schauen. Also wenn mal ganz ehrlich, was habe ich für einen Gewinn dabei, den anderen mehr wahrzunehmen? Also was kommt da im Endeffekt bei mir rüber? Mhm. Unterschiedliche Antworten kommen da sicherlich. Ja. Aber es hat was mit Anerkennung, mit Wertschätzung und sowas zu tun, vielleicht auch mit gesehen werden, dazu zu gehören. Ich verstehe dich oder ich bin verbunden. Ja, all diese Bedürfnisse, die man eigentlich auch da drin versucht zu erleben, zu bekommen. Mhm. Ich finde es nochmal ganz wichtig, auch darüber nachzudenken, weil ich weiß, dass ich das selber früher oft erlebt habe. Ich konnte sehr gut die anderen fühlen und war nicht gut darin, mich selbst zu fühlen. Und da ist es mir auch häufiger passiert, dass ich wirklich dann dachte, oh meine Güte, wieso merkt er das denn nicht? Ja, wieso merkt er denn das gerade nicht, dass der wütend ist oder dass es hier gerade um was anderes geht? Und habe dabei aber gar nicht mehr realisiert, dass ich mich ja in dem Moment auch nicht selber gefühlt habe. Ich habe dem anderen vorgeworfen, er kann sich selber nicht wahrnehmen und selber nicht fühlen. Ich habe das selber aber auch nicht gemacht. Und das möchten wir dir auch gerne mit als Tipp geben, da nicht so einen abschätzenden Blick drauf zu haben, sondern wirklich selber zu sich zurückzukommen und die Verantwortung zu übernehmen, was ist denn jetzt wirklich gerade bei mir los? Und das ist jetzt einer schon unserer Tipps oder Inspirationen. Wenn ich dann wieder bei mir bin, sage, okay, ich sehe, der andere ist wütend, aber wie geht es mir gerade?
Und dann auch bei mir zu bleiben und dem anderen zu helfen, auch zu sich selber zu kommen. Und da kann man zum Beispiel eine Frage stellen. Genau. Wie geht es dir gerade? Einfach so einen Dialog zu gehen und sagen, okay, das und das ist jetzt gerade und wie geht es dir eigentlich gerade jetzt in diesem Moment? Was fühlst du? Das kannst du wahrnehmen. Man guckt dann mit den Fragen, worauf der andere wirklich offen antworten kann und dass man selber auch ein ganz offenes Ohr hat dann. Ich höre dich jetzt einfach mal, ich lausche mal, was ist jetzt gerade eigentlich los? Und dann kann man weiter fragen, darf das jetzt einfach gerade mal da sein? Hat das jetzt Raum, vielleicht deine Unsicherheit, deine Traurigkeit, die Wut? Darf das einfach für diesen Moment einfach sein? Und dann vielleicht weiter zu fragen, wenn das ein Muster ist, was immer wiederkehrt, kennst du das irgendwo her? Hast du das schon mal erlebt? In welchen Situationen bist du noch so? Und so kann, hat der andere eine Chance, sich selbst auch ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ja. Und die Haltung dessen, der fragt, ist einfach offen bleiben, liebevoll, raumgebend. Dann besteht eine Chance, dass sich jeder selbst reflektieren kann. Ja. Und eine weitere Inspiration, die wir dir mit auf den Weg geben wollen, ist, dass es ja letztendlich unsere Verantwortung ist, unsere Aufgabe ist, bei uns selbst zu bleiben und mit uns verbunden zu bleiben und dahin wieder zurückzukommen. Das heißt, das allererste ist, wenn ich spüre, ich werde da hineingesungen, das Gefühl von dem anderen. Ich bin da gerade in meiner Wahrnehmung viel mehr bei dem anderen als bei mir. Dann, ah ja, es passiert gerade wieder. Aha. Und wenn du das geschafft hast, ja, dich auch zu freuen, wow, ich habe es gemerkt. Es ist nicht so wie früher, ich habe mich verloren, sondern ich konnte innerlich einen Schnittpunkt setzen. Und damit beginnen wir, zu uns selber zurückzukommen. Das ist was ganz Wunderbares. Das ist ganz hilfreich. Es hilft nicht nur mir, sondern auch dem anderen. Und es dient auch dem tiefen Wunsch nach Verbundenheit, nach sich verbunden fühlen. Ich bin dann vielleicht nochmal ehrlicher und wahrer mit dem anderen verbunden und mit auch einer gewissen Qualität. Ja. Und das ist, fühlt sich viel satter und runder und wahrhaftiger an. Also das wäre dann der Gewinn, ja, aus dem Spiel, ich habe ein bisschen Abstand, bin mit Gefühl, nicht mit Leid und bin aber gleichzeitig verbunden mit dem, was jetzt gerade ist und ja, was wesentlich ist und was ehrlich ist. Ja, das schafft eine ehrliche und authentische Verbindung und auch nichts, was uns aussaugt, sondern was dann tatsächlich auch Kraft und Energie gibt, gegenseitig. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir dir wunderschöne, authentische, ehrliche Begegnungen und einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.